Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist schon eine bemerkenswerte Aktuelle Stunde, die wir hier heute haben. Es ist schon eine berechtigte Frage, warum diese Aktuelle Stunde eigentlich aktuell ist. Die Datenschutzgrundverordnung wurde der erste Entwurf vor 6 Jahren vorgelegt. Die Verordnung wurde vor 2 Jahren beschlossen. Wenn 2 Jahre für Sie von CDU und FDP aktuell bedeutet, dann habe ich keine weiteren Fragen, höchstens die, warum diese Aktuelle Stunde zugelassen wird, obwohl wir einen wichtigen Teil für uns als Landesgesetzgeber ja heute Abend noch regulär auf der Tagesordnung haben. Aber meine Damen und Herren, es sollte Ihnen schon ein Stück weit peinlich sein, wie Sie hier vor der Verantwortung fliehen. Die Bundeskanzlerin ist völlig zu Recht jahrelang dafür kritisiert worden, dass sie dieses wichtige Anliegen, einen Datenschutz für ganz Europa, für das digitale Zeitalter zu schaffen, hintertrieben und sabotiert hat, wo es nur ging. Aber am Ende hat die Bundesregierung zugestimmt. Am Ende haben die EVP, haben die Liberalen im Europäischen Parlament zugestimmt. Und jetzt, 9 Tage vor Inkrafttreten dieser Regelung, hier mit allem nichts zu tun haben zu wollen, das muss Ihnen wirklich peinlich sein. Meine Damen und Herren, mir ist noch gut in Erinnerung, wie sich Herr Laschet zu seiner Zeit als Oppositionsführer hier immer aufgeplustert hat, wenn es um den Einfluss NRWs in Berlin ging. Herr Ministerpräsident, gerade saß er noch da, scheint irgendwie kein ganz relevantes Thema für ihn zu sein. Offenbar hat Ihr Ministerpräsident festgestellt, dass Selbstverzwergung eine Frage der Perspektive ist. Ich frage Sie schon, war der Ministerpräsident das ganze Jahr über in Berlin? Hatte er da keine Möglichkeit, mit der Bundeskanzlerin über die Datenschutzreform zu reden? Hat er die ganze Zeit nur in Talkshows gesessen? Muss er sich wirklich von seinen Fraktionen hier im Haus dazu auffordern lassen? Aber angesichts der Posse um Tihange muss man ja fast froh sein, wenn Herr Laschet nach der heutigen Landtagsdebatte nicht wieder einen Bus voller Pressevertreter nach Belgien schickt, nur um nach wenigen Stunden mitzuteilen, dass die böse und gemeine EU nicht auf ihn hört und jetzt die Datenschutzgrundverordnung zurücknimmt. Aber meine Damen und Herren, sogar die Bundeskanzlerin, Kollege Hübner hat es ja gerade angemerkt, ist inzwischen weiter. Frau Merkel hat vorgestern bekannt gegeben, dass sie nicht mehr an das Gesetz rangehen wird, sondern dass sie für eine gute Umsetzung sorgen wird. Und das muss eigentlich die Linie sein, die wir hier gemeinsam vertreten. Schwarz-Gelb will heute ein Zeichen setzen, und zwar ein Zeichen gegen den Datenschutz. Und da machen wir nicht mit. Und gerade CDU und FDP, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen sich auch fragen lassen, was haben Sie eigentlich hier in NRW bisher konkret getan? Nicht viel. Es ist gestern noch von führenden Industrievertretern angemahnt worden, dass es mehr politische Unterstützung bei der Umsetzung und bei der Aufklärung der Wirtschaft braucht, um diese Reform zu einem Erfolg werden zu lassen. Genau das haben wir Grüne hier im Oktober beantragt, mit genug Vorlauf, aber Sie haben das abgelehnt. Und jetzt sind Sie dran. Jetzt müssen Sie den Unternehmen erklären, warum Sie das nicht wollten, warum Sie sie nicht unterstützen wollten. Sie müssen den Unternehmen erklären, dass Ihre Koalition nicht nur der Datenschutz nicht viel zählt, sondern auch die Wirtschaft und das Ehrenamt in diesem Land nicht. Meine Damen und Herren, denn auch für die Wirtschaft ist diese Reform ein Quantensprung, nicht nur für die Verbraucher. Ein einheitlicher Rechtsrahmen bedeutet weniger Bürokratie. Es gibt einen einzigen Standard, an dem man sich in ganz Europa halten muss. Und Unternehmen müssen sich jetzt nicht mehr an 28 verschiedene Gesetze halten. Die Reform bringt für sie einheitliche Ansprechpartner. Sie bringt eine einheitliche Rechtsdurchsetzung. Sie bringt für die Unternehmen Vorteile. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Und die Beispiele, die Sie in Ihrem Antrag aufführen, die sind wirklich hanebüchen. Es ist selbstverständlich heute schon unzulässig, wenn Mitgliedsdaten von Vereinen ausspioniert werden. Da ist doch schon die Wortwahl in Ihrem Text verräterisch. Auch nach dem heute geltenden Datenschutzrecht darf man mit personenbezogenen Daten nicht einfach das machen, was man will. Tun Sie da nicht so, als wäre Europa an allem schuld, nur weil sich jetzt endlich mal alle mit Datenschutz beschäftigen. Und eine rechtmäßige Datenschutzerklärung auf eine Website zu stellen, kostet den Betreiber vielleicht einen Nachmittag, aber die Seite wird dadurch nicht teurer, und diese Aufzählung ließe sich jetzt beliebig fortsetzen. Meine Damen und Herren,
Wir haben, und das will ich insbesondere an den Kollegen Lehne nach seinem Wortbeitrag sagen, wir haben in diesem Parlament eine Verantwortung, dass wir die zahllosen Falschbehauptungen, die es im Zuge der Datenschutzgrundverordnung im Moment gibt, die da kursieren, dass wir die nicht einfach nachplappern, sondern dass wir die hier richtig stellen. Und das haben Sie heute hier nicht hinbekommen. Und ja, es mag eine Herausforderung sein, die neuen Standards umzusetzen. Das stimmt. Aber die Konsequenz kann dann doch nicht sein, dass man jetzt kurz vor Toresschluss hingeht und die Standards aufweicht, sondern die Konsequenz muss sein, dass man diejenigen, die diese Standards im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher umsetzen müssen, bestmöglich unterstützt. Und das haben Sie abgelehnt. Die Koalition vergibt heute die Chance, an diesem historischen Wendepunkt für den Datenschutz auch Impulse für Nordrhein-Westfalen zu setzen. Und da muss sich insbesondere die FDP fragen lassen, was hier eigentlich von der vermeintlichen Bürgerrechtspartei noch übrig ist. Beim Datenschutzanpassungsgesetz, das wir heute Abend beraten werden, da hat Ihr Koalitionspartner Sie nach Strich und Faden hinter die Fichte geführt. Oder Sie haben das alles bewusst mitgemacht, dann sollten Sie sich schämen, denn es ist doch nicht liberal, Wildpinkler mit Videokameras zu jagen und dafür Hunderttausende unbescholtene Bürger zu überwachen. Aber das alles passt in eine Politik, bei der Sie mit dem neuen Polizeigesetz, der unverhältnismäßigen und uferlosen Ausweitung der Videoüberwachung ohnehin Raubbau an den Freiheitsrechten betreiben. Aber die aktuellen Proteste in Bayern, meine Damen und Herren, die zeigen, es gibt eine Zivilgesellschaft, der Datenschutz wichtig ist. Und Sie von CDU und FDP stellen sich heute gegen diese Menschen. Wer in Nordrhein-Westfalen für die Freiheit eintritt, der hat uns Grüne an seiner Seite. Wir sagen klar Nein zu Ihrem Datenschutzgesetz ohne Datenschutz. Wir sagen klar Nein zu Ihrer Polemik gegen die Datenschutzreform. Aber wir sagen eindeutig Ja zu mehr Datenschutz für alle Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Vielen Dank.